geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. So. Also natürlich hier, wir sind hier der King auf der... Huch, Controller hat gerade vibriert, warum auch immer. So, da sind wir. Ach cool, auf dem Lack spiegelt sich der Fernseher. Sehr geil. Ach ja, Autotour. Meld dich doch an. Hallo. Also. Da ist Nissan Skyline Classic Rally. Das sind nur noch die drei hier, wa? Oh, doch nicht. Machen wir wieder Supercars oder GT? Machen wir mal GT. Genau, Super GT. Ach, der Aston. Wie viel haben wir? 190.000. Mal sehen, vielleicht können wir uns was Neues holen. Nein. Oh, ein SLS AMG. Oder ein Black Series. Der SLS ist definitiv besser, ne? Ach komm, geben wir uns den SLS. Was kostet der denn überhaupt? Ich habe gar nicht geguckt jetzt. Oh, das sieht ja geil aus, das Braun. Das Braun nehme ich, das sieht ja richtig geil aus. Finde ich super. Sie haben nicht... Nein! Ah, 6.000! Du Hurensohn! Oh Mann, 6.000 verfickte Credits. Das gibt's nicht. Nein! Dann kaufe ich mir auch keinen neuen. Nein! Nein! Ey, was ist denn heute mit der Aufnahme los? Ja gut, dann machen wir halt hier. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt mal 4 Autos auf die Leinwand. Oh, Ford GT. Mm. Na gut, nur 2. Ja, ich dachte, der Aston gehört noch dazu. Dein gehört er nicht, du Idiot. Oh, das ist aber auch schön, bei dem Wetter mit dem Auto zu fahren. Ah, du Lappen. Oh, die fährt auch ein schönes Auto. Oh, noch so ein Idiot. Komm, bitte lächeln. Ich will da durch. Kann ich zoomen? Lächeln. Erkennt der das Auto? Nur den S. Ist das der Aston? Ja, müsste, ne? Mal sehen, ob das Fotosymbol immer noch über den klebt. Nein. Ach, nach Nizza geht's. Oh, der Aventador sieht auch geil aus in dem Regen. Upp. Glück gehabt. So, ich fahre mal auf die andere Spur. Und jetzt geht's mit Highspeed nach Nizza. Hey,
Foto. Alles fotografieren, was hier rumfährt. BMW M5. Ich muss mich dann dringend noch für das Date morgen vorbereiten. Beziehungsweise, also zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen, für euch ist es Dienstag? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist Dienstag, ja. Wow. 305, 306, 7, 8, 9. Oh. Schaffen wir die 10? Ah, die 10 haben wir. 11, 12. Boah, die Kurve ist zu stark. Also ich muss echt sagen, die Xenon-Scheinwerfer haben sie hier richtig geil hinbekommen. Anders als bei Motorsport 5. Das, also Xenon-Scheinwerfer, die sehen da nicht aus wie Scheinwerfer. Die, oh Mann. Die sehen da aus wie... Als ob in dem Licht einfach nur so türkises Papier reingesetzt wurde. So sieht das ungefähr aus. Ich biege rechts ab. Sie haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Sehr schön. 3 haben wir mittlerweile. Sie verdienen 25 Memo Credits, wenn Sie einen Drive-Tatar in einem Duellrennen schlagen. Geist. Sie verdienen zusätzlich durch Blitzer und Tempozonen. Ach, machen wir das mal. Was soll's. Oh, ein Veneno. Das Formel 1 K. Der hört sich so hellhörig an, Alter. Was ist das hier? Oh, ah. Hoppla. Und da fliegen die Schirme. Hör auf durchzudrehen. Hör doch auf. Na komm. Ich mach nur alles kaputt, weil oben so schöne eine Fähigkeitskette gerade herrscht. Oh nein, alles weg. Ah, da ist er ja. Miau. Nach links abbiegen. Hat's gerade geblitzt? Nee, kann nicht sein. Wir haben 15 Grad draußen. So. Da sind wir nun. Prima, willkommen bei der Super GT Meisterschaft. Hier sind ein paar echt heiße Schlitten dabei. Allein schon die Astons. Da freue ich mich wirklich drauf. Will ein Rennen, damit wir loslegen können. Sehr gerne. Machen wir doch gleich das hier. Stufenaufstieg erreicht. In 200 Metern nach links abbiegen. Hey, hast du das Gerücht schon gehört? In der Nähe von Castelletto soll ein herrenloser Wagen herumstehen. Ja, gut, der kann da auch länger stehen von mir aus. Oh, so ein Aston Martin ist auch schon mal schöne Sache, ne? So, Rundstreckenrennen. Ein Black Series, irgendein anderer. Oh, da fährt ein SLS. Hat jemand schon mal den SLS als Elektroauto gesehen? Das ist total geil, Alter. Der hat noch mehr Power.
Da gibt es jetzt viele Fotos. So. Okay, nur der. Und da vorne. Ja. Sehr schön. Da fährt ein F12. Wo fährt ein F12? Ach, da. So, raus aus dem Pausemenü und wieder aufs Gas. Gangwechsel nicht vergessen. Oh. Auch zu driften. Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Dritter Gang, warum bin ich im dritten Gang? Nur auf, Prophet, konzentrier dich. Scheiße heute die Aufnahme. Alles wird kaputt gemacht. Leichter Drift hier. Ich krieg die nicht. Und ich darf mich nicht zu stark konzentrieren. Sonst rede ich nicht. Aber ich darf mich auch nicht zu viel aufs Reden konzentrieren, weil sonst fahre ich nicht. Ja, dieses Multitasking habe ich noch nicht ganz drauf. Und was heißt noch nicht ganz? Überhaupt nicht. Oh, ich habe so Hunger. Auf der Arbeit hat heute ein Freund Geburtstag gehabt, da habe ich einen Mousse-Schokolade gegessen. Oh, war das geil. Der sieht ja sogar aus wie das E-Auto. Ups. Hallo. Der geht ganz schön ab da mit seinem Mercedes. Geh weg. Alter! Da fliegt die Telefonzelle. Fahr. Erst links überholen und dann bremsen. Das Auto schlenkert so. Ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen kaputt. Doch. Oh Mann, eine Runde und drei Plätze gut gemacht. Wie schlecht. Ich fahre so schlecht heute. Was ist denn los? Nur, die Spritze sind davon ganz pixelig. Auf YouTube sieht man das nicht, ich sehe das aber. Die waren ganz pixelig da vorne eben. Alter, wie fährt der? Jetzt kommen die alle hier angeschissen oder was? Komm, anstrengen, letzte Runde jetzt. Jetzt muss ich die auch noch bekommen hier. Hey, die Telefonzelle stand da wieder. Die haben sie aber schnell hingebaut. Das gibt's
du nicht, was ist denn mit der Performance los in dem Auto? Da ist ja null Beschleunigung mehr. Oh, Fehlzündung habe ich gerade gesehen. Ja, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Eigentlich wollte ich doch die Position gut machen. Diese Mega-Driving-Skills passen irgendwie auch heute nicht. Es tut mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch. Oh komm, den hier kriege ich auch nicht. Den kriege ich noch. Jawohl. Und jetzt den Platz verteidigen. Jetzt können die natürlich alle schön aufholen. Das gibt's nicht. Leck mich. Der mit dem SLS, den gebe ich jetzt Saures. Vergiss es. Nein. Eieiei. Bei dir sah das aus wie ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel? Alter, das Auto ist halb im Arsch. Boah. Oh, da hat der Knochen geknackt. Ah. Da. Wie vielte Folge ist das eigentlich? Das ist jetzt die Montagsfolge? Ich denke, das ist schon Montag. Oh shit, ich habe noch eine ganze Menge, glaube ich, was zu tun. Oh Mann. Ich weiß absolut nicht, was heute mit der Stimme los ist. Es kratzt im Hals, ich muss die ganze Zeit husten. Oder ich versuche das Husten zu unterdrücken. Und es klappt nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal Olivenöl fressen, ey, sonst passt das nicht mehr. Es ist echt komisch und vor allem immer beim Aufnehmen treten diese Probleme auf. Nimmt es mir nicht krumm, es ist einfach so. Leider. It keeps on.